Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution Sommer Update Video. Und in diesem Video möchten wir uns mal die neue Animation von dem Pachycephalosaurus gegen kleine Fleischfresser anschauen. Er kann sich nämlich jetzt gegen kleine Fleischfresser endlich zur Wehr setzen mit seiner harten Kopfplatte da oben. Ich bin sehr gespannt, wie die Animation ist. Und damit wir das Ganze testen können, müssen wir natürlich hier noch einen Kontrahenten freilassen. Das ist hier ein Velociraptor, den habe ich schon vorbereitet. Und während der hier freigelassen wird, kann ich euch mal die drei Dinosaurier zeigen, die hier diese neuen Animationen bekommen haben, nämlich einmal der Dracorex, dann der, wo haben wir ihn? Pachy, den habe ich ja gerade hier freigelassen, an dem sehen wir es gleich, und den Stegimoloch. Das sind die drei Kandidaten, halt alles diese Dinosaurier, die sich mit ihrer harten Kopfplatte zur Wehr setzen, und ich hoffe, jetzt geht's hier gleich direkt zur Sache und dann können wir mal die neuen Animationen sehen. Gesagt muss nochmal werden, ich habe den Pachycephalosaurus ordentlich geboostet an Werten. Das heißt, der hat einen ziemlich starken Angriff. Und wie sieht man das denn nochmal? War das hier? Nee. Dann war das hier. Da. 124 Angriff und 49 Verteidigung. Also der sollte easy gegen den Raptor gewinnen. Und ich glaube, die beiden gehen jetzt hier auch schon aufeinander zu. Und dann können wir das Ganze hier mal im Aufnahmemodus am besten spectaten. Ich bin sehr gespannt, wie hier die Animation sein wird. Das werden wir jetzt hier gleich sehen. Und, oh, der Pachy haut dem Raptor mit dem Kopf schön in die Seite. Habt ihr es gesehen? Es geht sehr, sehr schnell. Aber sieht sehr cool aus. Können wir es hier wahrscheinlich gleich nochmal beobachten. Am besten gucken wir das uns gleich auch nochmal in Zeitlupe an. Sieht man das vielleicht nochmal ein bisschen besser. Und zack, da haut er ihm nochmal gegen den Hals von der Seite. Und ich glaube, ja, der Kopf vom Raptor ist unten. Jetzt sehen wir gleich den Finishing-Move von dem Pachycephalosaurus. Und, das war aber ein fieses Geräusch. Er hat ihn so richtig den Kopf nach oben gehauen, als wenn das Genick bricht. Und dann stößt er ihn mit dem Kopf nochmal zu Boden. Und da geht der Raptor Dorn. Eine sehr coole Animation. Ich würde sagen, die schauen wir uns nochmal eben in Zeitlupe an. So, die beiden Kontrahenten stehen jetzt hier gegenüber. Und der Pachy nimmt Anlauf. Und schlägt mit dem Kopf mit einem gekonnten Sprung gegen den Hals. Also er holt hier richtig Wucht. Springt ab und rammt seine harte Schädelplatte an den Velociraptor-Hals. Das Ganze schauen wir jetzt nochmal aus dieser Perspektive hier an. Vielleicht sehen wir es dann nochmal ein bisschen besser. Aber ihr seht schon, wie schnell das Ganze hier geht. Weil selbst in Zeitlupe geht das, diese Animation super, super schnell. Sieht aber sehr cool aus. Und jetzt beobachten wir es nochmal. Ihr nehmt hier Anlauf. Stößt sich sogar so nochmal mit dem Bein ab. Mit beiden Beinen, wie so ein Stier gefühlt. Sehr cool. Schreit jetzt hier nochmal. Er holt jetzt noch gar nicht aus. Okay. Aber der Raptor ist natürlich hier schon blutüberströmt. Ich glaube, jetzt wird er gleich nochmal zuschlagen. Ah, sie umkreisen sich nochmal. Wie langsam das ist, ist echt witzig. Und ich glaube jetzt, er geht auf jeden Fall schon so ein bisschen in Stellung. Ich glaube, er könnte jetzt ausholen hier. Und jetzt holt er aus. Ihr seht, wie er Schwung holt. Mit dem Kopf und boah, mit einem gekonnten Sprung. Und ihr seht ja, wie schnell das geht hier in Zeitlupe. Also da steckt wirklich viel Wucht hinter. Sehr, sehr cool. Ich sehe mal auf diese Seite hier. Und jetzt bin ich auf den Finishing Move gespannt. Wie er ihn hier das Genick bricht. Also er schlägt den Kopf halt wirklich mit richtig krasser Wucht nach oben. Der Raptor versucht sich hier nochmal zu wehren. Aber der ist hier natürlich chancenlos. Und der Pachy geht jetzt nach unten. Und, boah, habt ihr das gesehen? Ich glaube, da ist das Genick schon gebrochen von dem Velociraptor. Das war ja so krass. Und dann nimmt er hier nochmal Anlauf und stößt ihn hier mit voller Wucht zu Boden. Also das ist schon eine sehr, sehr coole Animation. Fällt mir sehr gut. Sehr, sehr nice. Ich finde es cool, dass sich der Pachy und der Dracorex und der Stegimoloch endlich verteidigen können. Aber was es natürlich auch noch gibt für eine Animation, ist eine andere Kill-Animation von den Raptor gegen den Pachycephalosaurus. Und genau die werden wir uns jetzt auch nochmal anschauen. So, die neue Todesanimation, die schauen wir uns an einem Stegimoloch hier an. Und als Kontrahenten für ihn haben wir diesmal einen Deinonychus mit einem meiner Lieblingsskins von Jurassic World Evolution. Der ist echt cool, der Skin von dem Deinonychus. Und ich bin auch hier wieder natürlich auf die neue Animation super gespannt. Weil normalerweise war die Animation ja so, dass sie einfach
oben raufgesprungen sind. Und dann war der Stiegemoloch hier in dem Fall tot direkt. Und ihr seht schon, er schnappt hier auch, genau wie der Pachi, an die Seite, an den Hals. Und ich glaube, das soll es jetzt schon gewesen sein hier. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Oh, oh Gott. Alter. Das war ja total die wilde Animation. Ich glaube, das Ganze müssen wir uns auch nochmal in Zeitlupe angucken. Da bin ich ja gerade gar nicht hinterhergekommen. Aber das sah ja übelst cool aus. Eieiei. Okay, ich würde sagen, Zeitlupe, ne? So, ich springe jetzt hier mal mitten rein. Wir werden jetzt gleich hier die Kill-Animation sehen. Die war ja mal wirklich richtig, richtig krass. Ich bin jetzt echt gespannt in Zeitlupe. Da werden wir sicherlich ein bisschen mehr checken, was da abging. Und jetzt sehen wir erstmal hier wieder Deinonychus, dem Stiegemoloch nochmal am Hals voll verletzt. Ist auch sehr, sehr cool, wie er hier nochmal zurückspringt und mit seiner Fußklaue nochmal so in die Richtung schlägt. Und jetzt kommt schon die Kill-Animation. Ich bin jetzt sehr gespannt, weil das ging, war ja gerade so crazy. Also er packt ihn am Kopf, dreht sich. Oh, der Pachi, nee, der Stiegemoloch, Entschuldigung, scheint sich hier nochmal zu wehren oder es zu versuchen. Will jetzt hier nochmal mit dem Kopf zuschlagen. Der Deinonychus weicht aus, springt auf ihn rauf, kickt ihn mit dem Bein um. Und jetzt liegt er am Boden. Er packt ihn am Hals. Mit der Pfote nochmal an den Kopf. Packt ihn nochmal weiter vorne am Hals. Und dreht ihn nochmal. Das ist ja mal eine richtig, richtig krasse Animation. Also ich glaube, das ist mit Abstand die beste Kill-Animation, die es hier in dem Spiel gibt. Die ist ja echt sehr, sehr gut geworden. Da haben die sich echt viel Mühe gegeben. Ich bin gerade echt sehr geflasht, muss ich sagen. Die Animation ist wirklich sehr, sehr cool. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr sie findet. Und denkt daran, ich werde am Samstag und am Sonntag das neue DLC streamen. Ich habe es mir noch nicht gekauft, ich werde es mir dann kaufen. Ich habe noch nicht reingeschnuppert, bin noch kein bisschen gespoilert. Und ich freue mich schon, mit euch gemeinsam das DLC dann zu zocken. Würde mich auch freuen, wenn ihr dann zuschaut. Wahrscheinlich Samstag gegen 11, 12 Uhr werde ich schon anfangen. Sonntag dann wahrscheinlich abends der Stream. Aber mal gucken, das werde ich alles auch noch bekannt geben. Ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen mit einem Like. Und dann wünsche ich euch natürlich noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.